Mahlzeit, ich geht's wieder hin, Opa, ja, herzlich willkommen hier wieder. Neben mir sitzt meine schläfrige Dame, Vorwärts-Betty. Beantworte ich für euch noch ein paar Fragen heute, die ihr mir vor ungefähr, weiß ich nicht, 4 Wochen gestellt habt oder so. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die zu beantworten. Aber jetzt, wie kamst du auf Hanover? Hanover ist so entstanden, ich habe damals über Annes Facebook-Kanal gefragt, was für einen Namen ich nehmen soll. Entweder Hanover oder, was stand noch zur Auswahl? Ich glaube, Grashirsch. Irgendwie hat mir Hanover einfach mehr zugesagt. Würdest du in einem Porno mitspielen? Auf gar keinen Fall. Ist überhaupt nicht mein Ding. Ich sag nicht, wie ihr auf so eine Frage kommt. Gesundheit, ich kann auch gar nicht schlafen. Dann geh doch mal bitte voll im Weg. Mann, 2 Video. Jetzt mal rutschen. Wie seid ihr auf die Namen eurer Mädels gekommen? Durftest du mitentscheiden oder hat Anne die Namen alleine rausgesucht? Also bei Miley hat sie alleine rausgesucht, bei Juna haben wir zusammen entschieden. Wie sind wir darauf gekommen? DSDS war Juna. Malia ist der Zwischenname zwischen Miley und Lea. Also Juna Malia. Miley Cyrus. Melody, Tochter von Ariel. Zack, 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 zack. Und Lea? Warum Lea? Die haben wir auch ausgelost. Wir hatten nämlich Lena und Lea. Und dann haben wir Lea gezogen. Fand ich damals schön. Ich fand immer so kurze Namen schön. Wie ist es in der Öffentlichkeit zu stehen? Gibt es auch Momente, wo du sagst, ey Mann, manchmal würde ich mir wünschen, alle Augen wären nur auf mich. Nein, sag mal, wie hältst du das als Care aus mit Weibchen und allen im Rosa? Guck einfach durch die Brille durch und nimm es so, wie es ist. Ja, ist nun mal so, 3 Weiber, da gehört Rosa einfach dazu und mir ist eigentlich auch völlig Banane. Hauptsache, ich fühle mich wohl und sieht nicht so tussi pink aus und das sieht es ja nicht. Also das ist ja wirklich alles noch im angenehmen Zustand hier. Und ansehbar. Seid ihr manchmal gestresst, überfordert mit den Kids? Man sieht euch immer nur relativ entspannt und fröhlich. Irgendwie wäre es schön zu wissen. Ich hatte einen emotionalen Zusammenbruch und musste erstmal übelst heulen. Dann musst du erstmal heulen. Das ist das, was ihr nicht mitkriegt. Das ist das, was ihr nicht mitkriegt. Und das ist auch wirklich alles sehr stressig. Und es ist auch alles manchmal sehr überfordernd für uns. Wir denken uns dann aber einfach Augen zu und durch und weitermachen. Genau. Ich fresse meistens immer alle Tippisch hinein. Anne hoch, aber Anne lässt irgendwann raus und ich pupse. Ja. Okay. So einfach gehen würde. Nee, aber na klar, also wir sind hoch, wir streiken hoch und wir, ich sieht nicht, wir haben auch mal Minuten, wo wir uns für uns sein müssen und so weiter. Das ist alles ganz normal. Alles normale Leute. Hand aufs Herz, findest du, Anne verbringt zu viel Zeit mit dem Social Network? Nö, finde ich nicht. Das ist ja die Arbeit. Von daher müssen wir Zeit damit verbringen. Das ist ja jetzt auch, das ist Zeit. Boah, Alter, ich kann es nicht sehen, ey, wirklich. Ey, dann geh ins Bett, ey. Dann geh ins Bett. Hier rumsitzen und gehen, Alter, das ist ja das Allerschlimmste. Du kriegst ja eine Schelle. Würdest du dir ein Bild von Anne tätowieren lassen? Ey, Alter, also ich muss nicht unbedingt hier so einen Kackfleck auf meinen Arm haben, oder? Jetzt bist du wach. Jetzt ja. Bist du wach. Nee, werde ich auf jeden Fall nicht tun. Und was für Träume hast du? Was sind deine Ziele? Auto. Schöne Frau. Schöne Frau. Ansonsten Ziele? Musik machen ist auf jeden Fall ein Ziel. Also auf jeden Fall das nächste Ziel. Irgendwie will ich wieder Musik machen. Jetzt, wo die Kinder ein bisschen älter sind und ich dann wieder Zeit mehr für mich habe, hoffe ich, dass ich wieder Musik produzieren kann, ein bisschen schreiben kann und dass Anne sich das dann anhören muss und sie muss sich auch freuen darüber, dass ich das mache und mich unterstützen dabei. Und das ist zum Beispiel auch ein Wunsch von mir, dass Anne mich dabei ein bisschen unterstützt und mir hilft und mir Kraft gibt, meine Träume umzusetzen und das Musik. Ja, und wenn sie das jetzt nicht akzeptiert, dann springe ich aus dem Fenster. Dann mach mal. Ja, ist ja nicht hoch, ist ja nicht tief. Kann ich mir jetzt den Finger an. Verstauchen hier. Erziehungsmethoden. Wir haben eigentlich so die einfachsten Regeln. Die Hände waschen. Teilen. Bitte, danke. Bitte, danke, genau. Teller vielleicht ein bisschen abräumen. Wir versuchen gerade, Miley ein bisschen beizubringen, das Zimmer so aufzuräumen. Pünktlich ins Bett zu gehen. Zähne zu putzen. Also Zähneputzen ja, aber pünktlich ins Bett gehen kannst du ein Kind, kannst du ja nicht ins Bett schneiden und die Augen zu kleben. Richtig, das ist halt schwer. Ja, aber ansonsten haben wir so die einfachsten, ansonsten so richtig krasse Sachen haben wir nicht. Wir sind sehr locker und sehr verrückt und wir toben gern mit den Kindern und aber wir wollen den Kindern eigentlich beibringen, dass das Leben schön ist und das Leben locker ist und man soll jeden akzeptieren, so wie er ist. Genau, also sehr sozial auf jeden Fall. Und Familie ist wichtig. Und was ganz genau, was wichtig ist, wir erziehen unsere Kinder mit sehr viel Liebe. Also und Geduld. Und Geduld. Also ich habe eine Frage, könntet ihr mal einen kompletten Alltag filmen? Haben wir schon gemacht, ist auf meinem Kanal gestern online gegangen. Es war nicht der komplette Alltag, aber so ziemlich die Hälfte auf jeden Fall. Aber es folgt noch wesentlich mehr, lasst euch überraschen. Warum hast du deine Haare abrasiert? Ich hatte keinen Bock mehr auf diese Haare. Ich wusste nicht mehr, wie ich die machen soll. Meine Haare, die pluschen so auf. Mir hat es einfach nicht gefallen mehr. Und deswegen halt auch zu Anne gesagt, dann war der ausschlaggebende Grund, war ich hatte keinen Bock mehr. Ich wusste nicht mal, was ich machen sollte damit. Mich haben die blonden Spitzen hier, die mir richtig umsenkeln. Ja, dann hat mir gesagt, ab damit, ich will nicht mehr. Warst du bei der Geburt deines Kindes dabei? Wenn ja, wie empfandest du die Geburten?
Also ich war bei allen Geburten dabei. Die erste war richtig schlimm. Die erste Geburt, weil das halt Neuland war. Also ich war richtig aufgeregt, nervös und kaputt und wenig geschlafen und Herpes, Kruste auf dem Kopf. Also ich hatte wirklich alles, was man haben kann. Kopfschmerzen, wirklich alles. Ja, und dann kam das Kind und das war schön. Das zweite Kind war schon etwas entspannter, aber auch trotzdem wieder sehr aufregend, sehr mitreißend, weil es halt auch ein bisschen gekriselt hat zwischendurch. Aber es hat ja alle zum Glück gepasst. Aber da ging es mir auch wieder schlecht. Herpes gehabt, Kopfschmerzen gehabt und aufgeregt, Nervosität, alles, was man so haben kann. Beim dritten Kind, Juna, war ich richtig entspannt. Also da war ich richtig entspannt. Also entstand da voll locker mit deinem Glas Wasser daneben und hast einfach nur geguckt mit einer Hand in der Hosentasche und dachte so, okay, die macht das geil, schon. Geil, hat gesagt, ruf ich meine Schwiegermutti an, sag ich Bescheid, hier kommt, Kind kommt, geil, zack, Henning, komm in Notaufnahme hier, jetzt mal, komm in Kreißsaal, Entschuldigung, komm in Kreißsaal, ein Kind ist da fast. Ja, war da. Aber ich war mega entspannt. Hat Spaß gemacht, war schön. Bist du kleiner als Anne? Also so von der, vom Fame her, ja? Willst du noch weitere Kinder? Nee, also ich möchte keine weiteren Kinder mehr. Was nervt dich am meisten an Anne? Also am meisten nervt mich, wenn ich duschen will oder baden will oder irgendwas jegliches in der Wanne machen, dass da wirklich entweder liegen da ein Glätteisen drin rum, Lockenwickler, ein Kamm und ungefähr 400 Haare. Das nervt mich am meisten, weil ich muss die Dinger immer aus diesem Sog nehmen, wirklich, und dann schleudere ich die erstmal vom Sog aus durchs Bad ins Klo. Bah! Und das finde ich irgendwie räudig, weiß ich nicht warum, aber ich finde es räudig einfach nur. Letztens hast du es einfach nur auf dem Badewannenrand gelegen. Genau, da habe ich es mit Absicht liegen lassen, damit du mal siehst, was ich immer wegräume. Und das jeden Tag. Jeden Tag. Was würdest du alles machen, wenn du einen Tag eine Frau wärst? Ich glaube, das möchtet ihr nicht wissen, was ich da mache. Würde mich auf jeden Fall überall erstmal anfassen. Also das wäre das allererste, was ich machen würde. Und ich hoffe, ich wäre eine Frau dann, wenn ich meine Tage nicht habe. Ja, aber ich würde niemals ein männliches Glied anfassen. Was würdest du machen? Wenn ich ein Mann wäre? Ja. Auf jeden Fall möchte ich wissen, wie Sex ist. Für einen Mann? Ja, stimmt, das wäre ohne, aber. Keine Hormonschwankungen, keine Periode mehr, keine Geburten, ständig Angst haben zu müssen, dass man schwanger ist. Komm, ey, weil wir haben andere Probleme als ihr. Was denn? Frauen. Was habt ihr denn für Frauen? Probleme? Oh. Du haust mich. Ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Nackenschelle. Nee. Die hier? Ja. Oh. Juna, eine Frage an mich? Nein. Warum hast du da immer einen Fleck? Warum hast du immer Flecken auf deinem T-Shirt? Ich habe hier einen Fleck, weil ich Juna da habe und Juna immer Rotze hat, komischerweise, seitdem Winter ist. Die immer Rotze. Und jedes Mal muss ich so, wenn ich sie trösten muss. Was? Ich verstehe ihre kleine Rotze. Und dann kommt diese Rotze immer. Ja, immer so schön drin. Ja, das waren meine Antworten zu euren Fragen und ich hoffe, die konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Oder auch nicht, mir ist es egal. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Samstagabend und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Machst du auch mal Werbung über Ja, gestern kam übelst krass, morgen, wa? Nicht ja. Gestern. Morgen kommt ein cooles Video und zwar, wie wir die Box ausgepackt haben von Gerrit und Vivi. Lasst euch einfach überraschen, morgen auf Annes Kanal um 12 ist morgen. Hey, die sehen ja nicht mehr durch die Leute. Morgen, geht da an. Okay, egal, Anne ist die Beste. Tschüss.